Woran arbeitest du denn? Dich räuspern, weggehen. Woran arbeitest du denn? Die Augen des Mannes huschen hoch zu dir, wenden sich wieder seiner Aufgabe zu, weiten sich dann, bevor er sich wieder dir zuwendet. Er reißt seinen Mund auf, schließt ihn, reißt ihn wieder auf, er schluckt. Yes, my apologies, traveler. I was just, I just got a little wrapped up in, well, well, it's a personal project and now I am going on about nothing. Der sollte weniger Kaffee trinken. Götter, entschuldige Reisender, ich war etwas abgelenkt mit ja einem persönlichen Projekt und jetzt erzähle ich nur Unsinn. Er legt das Werkzeug und das Gerät vorsichtig in seinen Karren ab und reibt seine Handflächen zusammen. Er strahlt stolz und zeigt dir einen Gürtel, der mit Kupferdraht verziert ist. Du bemerkst kleine Adrasteine im Drehgewirr. Die Schneide scheint aus Kupfer und eingelassenem Adra zu bestehen. I call it Neil's Auroral Transubstantiator, or perhaps the Essential Battery Array, or maybe I would, well, name's not important. It's meant to collect and store ambient essence in an accessible form for dynamic usage at a later time. Also Statik, also ein Gerät, was Statik aus der Umgebung zieht. Ich nenne es näher als Aurora Transubinator oder vielleicht die wesentliche Batterieanordnung oder vielleicht auch, naja, der Name ist unwichtig. Es soll die Umgebungsessenz in zugänglicher Form sammeln und speichern, um sie steter dynamisch zu nutzen. Meant to, an Animans' favorite words. Es sollte, die Lieblingsworte eines Besehers. Er schnieft und wirft von der Seite einen Blick auf den Gürtel. Sieht nicht so aus, als könnte man dort auch nur halb so viel wie meine Laterne unterbringen. Sie zuckt unbeeindruckt mit den Schultern. Ich kann kein Überlaufventil oder Auspuff erkennen. Was passiert, wenn das Gerät so viel Essenz ausnimmt? Sieht teuer aus. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Nehmen wir mal die 1. What? It's a prototype. There's still work to be done. Bastia, das ist ein Prototyp. Es gibt noch viel zu tun. Er drückt es vorsichtig gegen seine Brust. Hardly ideal, I'll admit. But you'll notice the branching circuitry and balanced outer receptacles. Combined, those should serve to minimize the risk of overload or essential dissociation. Well, theoretically. Zugegebenermaßen vielleicht nicht ideal, aber dir fallen vielleicht der abgezweigte Schaltkreis und die ausgewogenen Adra-Behälter auf. Vereint sollten sie das Risiko einer Überladung oder wesentlichen Dissoziation verringern. Theoretisch. This jungle, and more so this arena, it's in a state of essential flux. The density of ambient essence here goes far beyond anything I've seen elsewhere in the world. But to collect that power, to harness it. I need the help of a contestant in the Crucible. Dieser Dschungel und noch mehr dieser Arena befinden sich in einem Zustand wesentlicher Fluktuation. Die Dichte der Umgebungsessenz geht hier weit über alles hinaus, was ich anderswo in der Welt gesehen habe. Aber um diese Kraft zu sammeln, um sie zu nutzen, brauche ich die Hilfe eines Herausforderers im Schmelztiegel. Er wühlt sich mit der Hand durch die Haare und zerzaust sie. This is most ill-advised. Das ist wirklich nicht anzuraten. Adolf blickt finster rein und macht ein paar Schritte von dir weg. Weißt du, ich könnte nachts besser schlafen, wenn ich diesen Gürtel tragen würde. Der Kampf war noch nicht gefährlich genug, ohne dass ich deinen Experimentengürtel trage. Könnte dir dabei helfen. Was willst du denn mit dieser Energie anfangen, wenn ich sie eingesammelt habe? Das werde ich nicht tun. Nehmen wir mal die 3. Alchemists, you see, are limited to the materials they harvest. Yet the processes we employ ultimately draw their efficacy from the essence present in all things. Du siehst, Alchemisten sind in den Materialien beschränkt, die sie sammeln. Doch die von uns genutzten Prozesse ziehen letztendlich die Wirkung aus der allen Dingen innewohnenden Essenz. By infusing potion ingredients with ambient soul energies, I hope to significantly increase the efficiency of the process. The end result? An almost limitless draft! Indem ich die Zutaten von Tränke mit Umgebungsseelenenergietränke hoffe ich, die Effizienz des Verfahrens erheblich zu verbessern. Das Endergebnis. Ein fast unbegrenzter Trank. Neale grinst breit. Nehmen wir mal die 1. Der Wettkampf war noch nicht gefährlich genug, ohne dass ich deinen Experimentiergürtel trage. It's really quite safe, truly. Perhaps I mean it could theoretically discharge essence, were it to say, to suffer a heavy blow, were it to be struck repeatedly, for example, or were it to fall over while wearing it. Es ist wirklich sehr sicher. Vielleicht, ich meine, er könnte theoretisch Essenz abgeben, sollte er, sagen wir einmal, einen heftigen Schlagbug bekommen. Wenn man beispielsweise wiederholt draufhauen würde oder du umfällst, während du ihn trägst. Because neither of those things ever be occurring during a scrap. Denn nichts davon passiert jemals bei einer Rauferei. Seraphim rollt seine großen grünen Augen.
But a mild, well, moderate shock would be the very worst you would suffer. Not at all lethal. Assuming, of course, you weren't already near to dying. Aber das Allerschlimmste, was dir widerfahren könnte, wäre ein milder bis mittelschwerer Schlag. Gar nicht tödlich. Davon ausgeht natürlich, dass du nicht bereit dem Tode nahe bist. Ja, ich könnte dir vielleicht helfen. Alof seufzt sehr laut. Was würdest du tun? Er lächelt so breit, dass seine Grübchen fast seine Augen erreichen. That's fantastic! So, you see, during each fight in the arena, the essence presence spikes fantastically. Das ist fantastisch. Also, während jedem Kampf in der Arena steigt die Präsenz der Essenz unwahrscheinlich an. Some of this is the result of magic, or released energy, owing to, well, the death of the fighters. But the arena itself manipulates essence too. Manches davon ist das Ergebnis von Magie oder freigesetzter Energie aufgrund, ja, dem Tod der Kämpfer. Aber die Arena selbst manipuliert ebenfalls die Essenz. It's really quite a thing to behold. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Wie passe ich in das Ganze? Denk dran zu atmen, nichts sagen. Wie passe ich in das Ganze? All I would require from you is to wear the belt. Well, competing in the Crucible, I mean. Du müsstest nur den Gürtel tragen beim Wettkampf im Schmelztiegel, meine ich. And then of course return it to me. Obviously. Und bring ihn natürlich wieder zu mir zurück, selbstverständlich, er schluckt. Dann komme ich wieder auf dich zu, sobald ich mich für die Kämpfe angemeldet habe. Was wäre für mich denn dabei drin? Wenn ich es mir recht überlege, glaube ich nicht, dass das eine gute Idee ist. Nehmen wir die 1. It's not quite so simple as that, but, well, I'll be here once you've made the arrangements. And thank you, truly thank you. Es ist zwar nicht ganz so einfach, aber, tja, du findest mich hier, sobald du deine Vorbereitung getroffen hast. Und danke dir, wirklich herzlichen Dank. Dein Lächeln wirkt warmherzig und ehrlich. Also, ich kann hier reingehen. Hier ist ein Lager oder so. Die Ausrüstung wird geschärft und mit Öl behandelt. Die versiegelten Fässer riechen schwach nach Konservierungsgewürzen. Mhm. Okay, hier kann ich nicht weiter lang. Und ja, ist ja schon mal gut, dass ich einen Weg in die Arena gefunden habe, der mich nicht gleich dazu zwingt, mich umzubringen. Indeed. Gambosson, yay. Und ein valianischer Hut. Und wer ist Domenga? Sintere. Spectators must see to their own accommodations. Sintere, Zuschauer müssen sich um ihre eigene Unterkunft kümmern. Ah, da könnte ich nachher schlafen, wenn ich angemeldet bin. Zuschauerplatz. Koch Corin. Wenn du wegen einer Herausforderung gekommen bist, sprich mit Humane. Was ist mit dem Koch hier? Ahoi, mein feiner Freund. Vom Kahn hinter dem rotlichen Ordianer steigen die Düfte einheimischer und exotischer Speisen auf. Nun, wenn ich kein Bastard mit blauen Eiern bin. Corin, der Kavalierkoch. Aye, always a pleasure to see another pirate. Especially one as cute as you. Ah, immer eine Freude, einen anderen Piraten zu sehen, besonders einen so niedlichen wie dich. Kennst du diesen Orleaner? Zeig mir, was du anzubieten hast. Vielleicht ein anderes Mal. Kennst du diesen Orleaner? Oh, I do, I. This swabby were the best chef I ever served with. The sorcerer were right sore without him after he shipped off. Ah, das tue ich. Dieser Matrose war der beste Koch, mit dem ich je gedient habe. Die Zauberer war ohne ihn ganz mies drauf, nachdem er ausgeschifft hatte. Always good to hear you're missed. Immer gut zu hören, dass man vermisst wurde. Corin glucks vor sich hin und wendet verlegen seine Augen ab. Care for some tasty victuals before you go testing your strength against the spirit? Wie wär's mit ein paar Schmankern, bevor du deine Stärke gegen die Geister testest? Er deutet auf die Speisen hinter sich. Die Geister? Fresh off the boat, lad. Arena is full up of soul energy. Kommst du frisch aufs Schiff, Junge? Die Arena ist voller Seelenenergie. As tends to happen when enough people die in one place. Was passiert häufig, wenn genug Leute an einem Ort sterben? The faces of the hunt stirs them right up, summoning monsters and legendary warriors for the contenders to draw their blades against. Die Gesichter der Jagd machen sich ganz wild. Monster und legendäre Krieger werden herbeigerufen, gegen die die Teilnehmer ihrer Klinge testen können. Zeig mir, was du anzubieten hast. Nur das verdammt leckerste Essen im ganzen Todesvolk. Komm, sieh es dir selbst an. Gänsebeeren, Koiki-Früchte, Schweinefleisch, jede Menge Schiffszwieback, leuchtender Hummer.
Nö. Wenn du wegen einer Herausforderung gekommen bist, sprich mit Humaire. Hol dir dein Gräuel für später auf. Erhebe dir dein Gräuel für später auf. Dort werden wir dann deine Wunden lecken. Okay. Oh. Wasser. Unter einer dünnen Nebelschicht fließt klar das Wasser unter der Arena. Noch mehr? Ich habe einen Knoten im Rücken und den Eindruck, dass dein Freund ihn erreichen könnte. Bahaki, Bestienmeister, Sturmsprecher, Schläger, okay. Ja, den Ort kenne ich. Da waren wir ja vorhin schon drin. Bist du sicher, dass du den richtigen Ort erreicht hast? Ja, bin ich. Also ja, hier geht's in die Arena und das ist der Herausfordererraum. Hinter die Tür kann ich noch nicht. Das heißt, ich muss die Zuschauertreppe hoch. Na, das sieht nicht gerade toll aus. Die Schwachen wurden ausgemerzt, die Starken haben überdauert. Wir ehren diejenigen, die in dieser Arena ausgelöscht worden sind und heißen ihre Seelen in unserer höheren Herrlichkeit willkommen. Wir warten auf den nächsten Herausforderer. Hier heute liegen auf den beiden Schultern der Frau, die vor dir steht und kurvige Hörner tragen, zu ihrer ohnehin schon beeindruckenden Größe bei. Auf ihrer rinderähnlichen Haut wächst hier und da Moos und als sie ihre schwach leuchtenden Augen zu dir dreht, gibt ein leichtes Lächeln zwei Reihen gezackter, haiähnlicher Zähne bei. This is her. This is Humaire, the one we've come to see. She'll show you the way. Das ist sie, das ist Humaire, die, für die wir hergekommen sind. Sie wird dir den Weg weisen. Come to watch the Crucible, have you? Ein Reisender, hier um im Schmelztiegel zuzusehen, nehme ich an. Ihr heller Blick durchdringt dich, während ein Raunen durch die Menge geht. Or perhaps you've come to try your own hand against the challenges. Oder vielleicht bist du hier, um dich selbst der Herausforderung zu stellen. Wie kann ich teilnehmen? Ich glaube, du weißt, warum ich hier bin. Muato lässt grüßen. Ich bin nur hier, um zuzusehen. Danke. Muato lässt grüßen. Dann bist du es. Ihr Blick huscht über dich und bleibt in deinen Armen und Beinen hängen. I know who you are. It will not be long before others recognize it as well. They will not appreciate your presence. Ich weiß, wer du bist. Es wird nicht lange dauern, bis die anderen das auch erkennen. Sie werden deine Anwesenheit nicht akzeptieren. You must prove that you belong here. You must undergo the rite of passage. Du musst beweisen, dass du hierher gehörst. Du musst den Übergangsritus bestehen. As true of so many others, this name has more than a single meaning. So wie viele andere besitzt auch dieser Name nicht nur eine einzige Bedeutung. Ach, öffnet es eine Tür? Several. Mehrere. It's as much a religious rite as a contest, and all to the glory of the bloodthirsty statue. Es ist ebenso sehr ein religiöses Ritual wie ein Wettkampf, und alles zu Ehren ihrer blutrünstigen Statue. Ich habe noch andere Fragen. And I'll provide what answers I can when you've proven you belong here. Dann bin ich sicher und ich werde sie dir Antworten geben, sobald du bewiesen hast, dass du hierher gehörst. Sag mir einfach, was ich zu tun habe. Weiter unten wirst du eine Kammer finden und darin das Becken der Erinnerung. Es wird dir deine Herausforderung präsentieren. Dann werde ich mal sehen, was es mit eurem Becken auf sich hat. Ein Becken bestimmt gegen wen oder was ich zu kämpfen habe. Ich werde zerquetschen, wen oder was auch immer es mir auftischt. Fragen wir mal, ein Becken bestimmt? Like is not your reach in and draw a number and name. Seen a like it. Well, before.
Man wird da doch nicht reingreifen und eine Nummer oder einen Arm rausziehen müssen. Habe ich alles schon gesehen im... Naja, habe ich schon mal gesehen. Er schaut mürrisch rein. You will understand. All will be revealed in due course. Du wirst es verstehen, mit der Zeit wird alles enthüllt. So wie es die Gesichter wollen, dann werde ich mal sehen, was es mit dem Becken auf sich hat. Downstairs in the Western Alcove. Don't keep the crowds waiting too long. Du findest es unten im westlichen Alkoven. Lass die Menge nicht zu lange warten. May the hunt favor you, Challenger. Möge die Jagd ja gewogen sein, Herausforderer. Hoping we fit better in this nonsense than my last crew. What a remarkably preserved specimen. Wait till you hear the statue. Bist du der Kapitän, von dem sie sprechen, derjenige, der mit deiner Mannschaft Imps segelt? Das ist nur ein Imp. Hoffentlich schlagen wir uns bei diesem Unsinn besser als meine letzte Besatzung. Was für ein hervorragend erhaltenes Exemplar. Warte nur, bis du die Statue gehört hast. Kann ich sie mir ansehen? Ja. Obwohl sich die Statue niemals bewegt, wenn man hinsieht, so schwebt doch gelegentlich eine Vogelfeder aus dem Kiefer des Tigers herab.